So sieht ein Grill aus mit einem ordentlichen Abzug. Haut aber was raus hier. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Fisch essen. Kann man sich hier aussuchen. 20 Bart. Dunkle Fisch, hellen Fisch. Oh, den grillt er jetzt hier. So. Mal sehen. Ja. Ja, schön anfassen. Gut. Ja, geht aber ganz schön zusammen. Gleich nichts mehr von übrig. Jetzt? Was ist das? Paper? Ah ne, das ist eine Tüte. Okay. Gut. So, wir sind ja heute auf dem Umbrella Festival und die Stimmung ist wieder wirklich sehr gut. Alle Leute sind gut drauf, es gibt eine Menge zu essen. Und wir essen jetzt hier kurz fertig und dann machen wir mit euch nochmal einen Rundgang hier über das ganze Areal, sag ich mal. Mal sehen, was es hier noch alles zu gucken gibt. Also, bis gleich. So, Hühnchen mit Nudeln, paar Pommes dazu, Fleisch. Und das ist so eine Art Wurstsalat. Das werden wir uns jetzt erstmal reintun. So, es gibt wie immer eine Menge zu essen. Oh, Popcorn, Alisa. So, was haben wir hier? Also hier am Anfang ist gleich ein Sänger mit zwei Tänzerinnen. Also das empfand ich als dermaßen schlecht, dass ich das unbedingt hier mal filmen musste. Also das war eine unglaubliche Darbietung. Und der Hammer ist vor allen Dingen, diese Band hier, die wird auch noch hier von der Stadt bezahlt, dass die hier auftreten. Also für so eine Leistung, also ja, ich konnte ja nicht mehr vor lachen. Also das war schon echt hart. Ja, und hier haben wir nochmal die Dame alleine. Das sind die Tänzerinnen natürlich von eben gewesen, die jetzt auch singen, aber es ist auch nicht wesentlich besser. Ja, hier haben wir jemanden, der so kleine Hunde in Kostüme gesteckt hat und dass es so aussieht, als ob das eine Band ist. Und sammelt damit ein paar Spenden hier und ja, Futter für die Hunde ein. Hier haben wir jetzt einen wahrhaften Künstler gefunden. Der Mann hier ist also schwerbehindert,
kann seine Arme nicht bewegen und die sind auch ein bisschen ja, verkrüppelt, die Beine genauso. Aber er gibt in seinem Leben nicht auf, wie man sieht, sondern er hat sich das Malen beigebracht und zwar das Malen mit dem Mund. Also er nimmt die Stifte hier mit dem Mund auf und malt dann wirklich die Bilder, die ihm vorgegeben sind, nach. Hier zum Beispiel ist ja das Bild auf dem Mobiltelefon und er zeichnet das jetzt wirklich sehr gut ab. Ich habe das jetzt auch mal ein bisschen länger gefilmt, damit man auch mal den ganzen Vorgang sieht und auch das Ergebnis, wenn es fertig ist. Ne? Zum Vergleich auf dem Mobiltelefon, also das ist schon wirklich richtig gut, was der junge Mann hier macht. Man kann auch mal sehen, in welcher Geschwindigkeit der das macht. Also rucki zucki ist das Bild da. Ja, kosten tut das Ganze pro Bild, was er zeichnet, 100 Baht. 100 Baht sind aktuell mit dem Umrechnungskurs zurzeit so circa 2,60 Euro. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass er für so wenig Geld sich hier auf den Markt setzt und das wirklich hier alles nachzeichnet. Und vor allen Dingen sehr schnell und das Ergebnis überzeugt. Ja, also es sieht gleich wirklich dem Original sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber das sehen wir jetzt gleich noch, wenn wir dem Herrn hier noch mal ein bisschen länger zuschauen, bei seiner wirklich einzigartigen künstlerischen Tätigkeit, die er hier wirklich an den Tag legt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, hier nochmal das Originalbild zum Vergleich und dann gucken wir uns gleich nochmal das Ergebnis an, was er daraus gemacht hat. Aber ich muss sagen, bis jetzt sieht das schon wirklich sehr gut aus. Also es kommt dem Original schon ziemlich nah. So, hier kann man es mal sehen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Also das habe ich selbst noch nie gesehen. So, das Bild ist fertig. Jetzt schreibt er noch seine Signatur unten drauf. Und dann ist das Werk vollbracht. Kannst du schöne Fotos machen, ja. Kannst du dir vorstellen, kannst du schöne Fotos machen. Als schöne Location im Hintergrund. Ja, hier haben wir auch noch eine Bühne, da tritt auch noch eine Band auf. Aber die ist um einiges besser als das, was wir zum Anfang des Videos gesehen haben. Muscheln gesehen. Grün, Mint, grün oder blau. Ja. Keine Ahnung, warum die grün sind. Oh, hier gibt es natürlich wieder einiges zu gucken. Eine ganze Menge zu kaufen, verkaufen. Da ist natürlich auch auf Commerce gemacht alles. Ne? So ein riesiger Markt gleich mit dran. Bei diesen, ja, Sonnenschirmfest. Ne? Das Original Casio-Uhren für 160 Baht gefunden. So, Batman, der singt, haben wir gerade gefunden hier. Der singende Batman. Das war's wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.